Freunde der Nacht, ich bin am Domizil, ich bin bei Ralfs Domizil und habe ihm was mitgebracht, damit er mal was Gutes hat, ne? Ihr seid jetzt mit dabei. Es ist gar nicht so leicht mit dem Abstandsbier. So, das war ja ein schönes Abstandsbierchen, ne? Wisst ihr, wir halten die Regeln ganz streng ein. Da 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 da, Ralf, ich hab da was für dich. Da 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 da. Ausgerechnet das. Schönen Gruß vom Olli seiner Lieferung. Ne? Ein herrliches Peroni, was sagst du? Ja, super. Das ist ja mit Abstand das allerletzte, oder? Bei uns in unserer Rangliste, oder? Das gehört zumindest zu den letzten Rennen. Ja. Ja, ich glaube, es ist noch eins vorm Tschuk, oder? Ja, komm, das war bloß ein Spaß. Du musst das nicht trinken. Doch, ich trinke das natürlich. Stell es weg, ich habe was anderes für dich dabei. Ach komm. Da, bitte. Das ist das Eigentliche, was du jetzt trinken musst. Was ist das? Guarana? Was ist denn das für ein Zeug? Ja, los, hau rein. Komm jetzt. Das war auch in der Lieferung in der Riesenbox vom Olli drin und etc. Ja. Hier irgendein komisches Mix, irgendein Mix-Geschmarre. Also, und ich habe mir gedacht, es gibt keinen besseren, der das ganz objektiv testen kann. Ganz objektiv, ganz ja. Objektiv, also. So wie du. Ne? Oh, das riecht hier schon sogar die Abstands 1,5 Meter riecht es schon hier. Alter, das riecht voll nach Gummibärle. Ach was, das ist halt ein Mischgetränk. Ey, das riecht abartig. Ey, danach geht's ab. Das steigert die Libido ohne Ende. Ja, noch ja. Mehr. Ja, noch mehr. Mhm. Okay, ich muss mir ein wenig zurücklehnen, damit ich das auch runterbringe. Ne? Hey, schaut euch das an. Ah, ist doch fantastisch, oder? Oh, das stinkt bis hierher. Alter, das stinkt sogar durch die Corona-Abstandsregel. Weißt du, wie das schmeckt? Boah, ich war früher immer so auf amerikanischen Volksfesten. Da gab es auch so Limos, die so nach Chewing Gum geschmeckt haben. So ganz widerlich nach Bubbles oder wie hießen die? Boah. Was ist denn da drin? Lese mal vor. Boah, das ist Iced Blue und da drinnen ist ein Biermischgetränk, 70% Bier, das kann ich nicht bestätigen, 30% koffeinhaltige Energy Drink mit Meerfruchtgeschmack. Mit Meeresfruchtgeschmack? Nein, mit EH-Geschmack. Also okay. Das ist voll Teufel. Und ja, vergiss es. Also von Taurin bis Aroma, Koffein, Guarano-Extrakt und... Oh, Guarano-Extrakt. Ja? Sage und schreibe 0,04%. Ey, da gehst ab wie Harry. Ja, Freddy. Ja, los. Ich merk's voll gerade schon. Merkst du es schon, ne? Ja. Ich sehe es schon. Mach mal die Kamera aus. Ich muss das verpixeln. Ja, ja. Ich verpixel das mal, das ist kein Problem. Ich tue das eiskalte Getränk mal hinhalten. Ab mit deinem. Ey, aber das hat trotzdem 5%. Ja? Ja, okay. Ja. Na gut, dein Kommentar, Daumen. Warte mal. Unter die Achsel. Olli, danke, das ist ja mal richtig schlecht. So, und da ich ja nicht der totale Minuskumpel bin, habe ich natürlich mir auch noch eins eingesteckt und das teilen wir jetzt zu zweit, das Leid.